Du hast einfach keinen Bock mehr, immer zu investieren, immer zu warten, dass deine Spieler steigen. Du machst Minus manchmal, alles drum und dran. Ich bin auch so einer. Deswegen zeige ich dir jetzt einen Trick mit Sniping. Ich bin, ey, bitte, ich bin kein Trading-Kanal, okay? Falls ihr mein Content ein bisschen anschaut, ich mache Videos, wie du besser werden kannst, wie jetzt die FIFA, Challenges, alles drum und dran. Aber ich will euch nur diesen Tipp zeigen. Ich bin kein Trading-Kanal, ich kenne mich nicht gut mit Trading aus. Ich will euch nur zeigen, dass ihr das auch mitmachen könnt, wo ihr viel Coins machen könnt. Ich zeige euch jetzt anhand dieser Spieler, dass ich sehr viel Coins damit mache. Und ohne viel zu reden, würde ich auch sagen, starten wir direkt ins Video rein. Nur kurz, bevor wir reinstarten, hat mein Partner Ineba auf jeden Fall wieder krasse Sales, Jungs. Ob es PSN-Karten sind, Spiele sind, FIFA-Points, was auch immer. Wenn ihr schon mal, also wenn ihr schon Geld ausgibt, ne, dann könnt ihr euch auf jeden Fall billige Sachen auf Eneba holen. Hier könnten wir zum Beispiel sehen, dass wir jetzt, wenn wir auf Black Friday gehen, wir krasse Reduzierungen haben. Das beginnt alles in 13 Tagen oder hat jetzt schon angefangen? Ich weiß es nicht. Aber ihr seht ja zum Beispiel hier, so ein Dead-PC-Spiel von 20 auf 3 Euro. FIFA 22 von 60 auf 50 Euro. Far Cry von 60 auf 40 Euro. Es geht alles. FIFA Points mäßig ist es auch sehr, sehr billig geworden. Also falls ihr wirklich nicht wisst, wo ihr eure PSN-Karten und so weiter holen könnt, könnt ihr sie sehr, sehr gerne bei meinem Partner Ineba holen. Link ist in der Beschreibung. Checkt das Ganze auf jeden Fall ab. Und ja, was wichtig ist, mit meinem Code EnzoFIFA spart ihr noch auf den Rabatt 3% drauf. EnzoFIFA ist der Code, alle Links in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir starten jetzt wirklich ins Video rein. Es tut mir leid, dass ihr so lange warten müsstet. Du kannst damit wirklich sehr, sehr viel Coins machen und machst es innerhalb von Sekunden, Minuten, dauert manchmal auch Stunden. Aber kommt einfach darauf an, wie viel Potenzial das Ganze bei dir hat. Ob du einfach mal chillen neben einer Serie guckst und dann das snipen kannst. Also heute geht es um Snipen. Ich zeig dir anhand genau diesen Spieler, dass auch kein Fake ist, dass ich kein Gelaberlabe oder irgendwie poste, hey, diese Jungs, diese Spieler steigen und so, nur damit ich Klicks mache oder so. Nee, brauche ich nicht, ganz locker. Benzema Inform, ne? Wie viel kostet Benzema Inform? Ja? Okay, hast du gesehen, Bro? Ja? Say! Let's go! Schwe, schwe! Ey, Benzema Inform für 15.000 Münzen. Wie viel kostet der? Schuhe, Schuhe. Habt ihr das TikTok-Mädchen gesehen? Ja, Benzema Inform, sehr, sehr gut. Kann ich euch nur empfehlen für 15.000 Münzen. Nicht mal die Goldkarte kostet so viel. Aber Enzo, wie geht das? Wie kannst du ihn für 15.000 bekommen? Ich habe den sogar einmal Onstream geholt, damit keine Leute, dass ich Bots oder so habe. Jungs, was für Bots, Digga. Hab den Onstream geholt. Benzema Inform, nicht einmal für 15k, zweimal für 15k. Oh, Goldkarte, geil. Für wie viel habe ich die Goldkarte geholt? Ey, wie viel kostet Benzema die Goldkarte? Kann es sein, dass er gerade über 30k kostet und ich einfach 20k bei einem Snipe gemacht habe innerhalb von 5 Minuten? Ja. Oh, nein, Spaß, jetzt ein bisschen runterkommen. Ich will euch nur sagen, dass ihr wirklich mit dieser Methode sehr viel Coins machen könnt. Ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit zu investieren. Ja, ich mache es trotzdem, wenn die Coins, einfach, wenn ich mein Team und so habe und die Coins nicht brauche, investiere ich. Aber das dauert natürlich länger. Aber ich spiele die Leute, die sagen, ich habe keinen Bock, immer 10 Jahre zu warten. Ihr seht, mit diesen Methoden, mit dieser Sniping-Methode macht ihr sehr viel Coins. Ich habe auch nicht nur eine Benzema für 9k bekommen, sondern auch Benzemas für 24k, wo das auch schon 7k sind, die ich gewinnen habe innerhalb von Minuten. Dann auch hier wieder für 27k. Er war kurz bei 36k, wo ich ihn da geholt habe. Und hier wieder Benzema für 10k geholt. Wenn ihr jetzt alles zusammenrechnet und meine Rechnungen Sinn ergeben, habe ich fast 160k, habe ich recht? Ich weiß nicht, ich kenne den Markt nicht. 160k in einer Stunde gemacht. Oder sei, lass es 2 sein. Aber ich habe nebenbei einfach auf chillig meine Serie geschaut, das gemacht und konnte easy meine Coins machen. Ich zeige euch wirklich die Methode. Ihr könnt das natürlich auch mit anderen Spielern machen. Aber guckt am besten ja, in diese Uhrzeiten rein. Die Uhrzeiten sind da wirklich ein bisschen kritisch. Für mich die beste Zeit sind die Lightning Rounds oder der Zeitpunkt zwischen 2 Uhr nachts bis 6 Uhr nachts, weil da irgendwie die meisten Spieler reinkommen. Ich habe Benzema die ganze Zeit für, ich habe mich schon zweimal verkauft, also ich habe insgesamt viermal für 15.000 Münzen bekommen. Ich finde, bei Benzema gibt es einen Bug, wo ihr Coins machen könnt, weil es sind so viele Benzemas, also die war drinnen für 23 Stunden 59 Minuten für 15k und das war die ganze Zeit. Es funktioniert immer noch. Ich habe noch heute einen geholt und auch verkauft. Ich weiß nicht, wenn das Video 2 Wochen alt ist, ob es noch funktioniert. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, aber ihr braucht Geduld damit. Und ich zeige euch, was ein Sniping-Filter. Ich habe hier nicht auf Qualität auf Dix gemacht, nicht auf Inform oder so. Einfach normal lassen und macht hier mal auf 28 oder 27k. Nehmt auch den Goldspieler mit. Wenn ihr für 27 bekommt, habt ihr trotzdem 4k Gewinn. Mit Steuern sind das 3000 Münzen. Und macht hier beim Maximalpreis 15 Millionen.
Und jetzt beim Sniping, beim Filtern, wichtig, ihr drückt L1 und könnt da runtergehen mit dem Preis. Das, wenn ihr die ganze Zeit Dreieck drückt, dann aktualisiert sich das Ganze nicht. Das aktualisiert sich nicht. Ihr müsst die ganze Zeit hier so versuchen, das zu machen. Ich habe natürlich auch ein Video für euch, wo ich den ganz easy snipe zweimal. Das habe ich bei der Playstation aufgenommen. Ihr könnt meinen Namen auch gleich sehen, dass ich ihn gesniped habe. Und das Wichtige ist, beim Benzema suchen, weil der, ihr könnt es mit Benzema machen, ihr könnt es auch mit anderen High-Rated-Spielern machen. Ich komme mit Benzema am besten klar. Ich mache so beim Suchen, weil der relativ oft reingekommen ist. Schau, ihr tut L1 und auch dieses, immer runtergehen mit dem Preis, damit es sich das aktualisiert. Beim Suchen tut ihr direkt so, als ob ihr ihn kauft, weil er kommt direkt rein. Und hier musst du einfach nur X drücken, rauf und nochmal X. Also du machst das ganz easy so. So, ich gehe ein bisschen runter, ich drücke ein Dreieck, suche und tue so, als ob ich kaufe. Dann gehe ich wieder weiter. Und dann so, ah, okay, ich kaufe. Obwohl ich reinkomme. Und wenn er reinkommt, musst du nicht die ganze Zeit warten, weil wenn er erstmal reinkommt, bekommst du den Schock. Ah, er ist reingekommen. Nein, Freunde, du tust direkt suchen, zack, warte, bis er reinkommt. Und ihr braucht ein bisschen Geduld da, wirklich. Ihr habt gesehen, dass das bei mir funktioniert hat. Und ich zeige euch auf jeden Fall jetzt zwei Clips. Ich habe das noch auf meinem PSN sogar, damit ihr nicht kommt, ey, das ist Fake oder von jemand anderem. Schaut es euch einfach an. Das war der erste Benzema, den ich bekommen habe. Schaut meinen Münzenstand an, 57.000 Münzen. So, ich skippe mal ein bisschen vor, weil ich glaube, das war ein bisschen am Ende. So, hier seht ihr, wie schnell ich das mache. Das Ganze mit Benzema. Ihr werdet auch gleich meinen Verein sehen. 57.000 Münzen. Hier. Weil ich bin schon bei 5 Millionen. Das dauert natürlich länger. Habe ich auf 29.000 gemacht. Das ist kein Problem. Also die ganze Zeit ist X drücken. Das ganze Zeit ist X drücken. Und schaut genau jetzt hin. 15.000 Benzema in Form. Ich habe ihn bekommen. Und nicht nur einmal. Wir gehen zum zweiten Clip. Guck da jetzt meinen Coinstand an. 42.000 Münzen. Okay, ich habe ihn hintereinander bekommen. 42.000 Münzen. So, ich gehe jetzt nochmal für euch drauf. Ihr seht, wie schnell ich das Ganze mache. Ihr braucht, wie gesagt, Geduld. Und wartet. Und zack. Ah, verkackt. Und nochmal schon aufgegangen. Und ich habe ihn bekommen. Also, diese Matura ist wirklich die beste Matura, die du machen kannst. Aber natürlich dauert diese Matura natürlich auch länger. Aber es ist besser, als wenn du 5 Monate auf deine Investments warten, bis die steigen, Bro. So, das heißt auch nichts gegen die Trader und so. Also, die Trader, und das in den Videos posten. Natürlich haben die recht, dass die steigen. Mir geht es einfach nur darum, dass sich die Leute, die sich irgendwie kein Team mehr bauen, sich dann nach 3-4 Monaten bauen, wo FIFA schon tot ist. Also, für die Leute, die einfach Coins daneben haben und wollen, okay, ich snipe ein bisschen. Du kannst das Ganze auch mit anderen Spielern machen. 19 Uhr ist die Primetime, wenn Lightning Rods kommen, du kriegst so viele Spieler. So, wichtig, ihr könnt auf Football gehen, Jungs, dann geht ihr auf Players, okay, drückt einfach mal auf Players, dann tut ihr auf Version, oder Version, keine Ahnung, wie es ausspricht, dann geht ihr auf Versions und tut mal Gold auf Gold Non-Rare, wichtig, Gold Non-Rare, dann geht ihr auf Preis und tut maximal Preis von 1.800 bis 3.000, okay. So, dann tust du filtern beim Preis zum Beispiel und siehst diese Spieler, dass sie sehr teuer sind. Für 1,9k, solche Spieler. Solche Spieler kannst du sehr leicht um diese Uhrzeiten erbieten. 18.59, 19 Uhr, zwischen 2 bis 6 Uhr morgens. Die kannst du so viel erbieten, aber wichtig, nicht nur einen erbieten. Biete direkt 50 an. Und auch wenn du pro Karte nur 200 Coins Gewinn hast, sind das trotzdem Coins, die du immer bekommst. Ja, also mein Tipp, Benzema, sehr im Hype gerade. Bevor ihr das Video schaut oder teilt es an eure Freunde, ihr seht, ich mache damit sehr viel Coins. Ihr könnt es auf alle eure Freunde auch teilen. Unnormal gut. Wirklich unnormal gut. Ihr seht natürlich hier auch zwischen Hendricks oder so. Bei diesen Spielen ist es einfach, ihr geht auf den Spieler. Könnt natürlich auch snipen. Snipen geht sehr gut. Ich mache es immer so. Ich biete erstmal auf ca. 30, 40 Spieler. Auch wenn sie so 40 Minuten gehen. Ich biete. Ich sage, okay, ich bin mit 1000 Coins auch zufrieden. Gewinn. Oder mit 500 Coins. Und mit, also ich habe, wenn ich jetzt 40 Spieler angebietet habe, beziehungsweise angeboten habe, gehe ich dann auf sein normales Spiel und versuche noch zu snipen. Und so mit dem Snipen und Bieten bekommt ihr immer mindestens in eine Stunde eure, keine Ahnung, lass es ein 30k sein, lass es 35k sein, oder kommt drauf an, wenn ihr jetzt von 50 Stück ca. 20 bekommt und von 20 die für 500 Münzen verkauft, ey, ich kann jetzt keine Mathematik rechnen, rechne es einfach selber aus, dann macht ihr schon gute Coins, ja, dann macht ihr echt gute Coins. Also, was ich euch zu 100% damit sagen will, falls ihr keinen Bock habt mit diesem ganzen Trading, investieren und so, versucht das mit Snipen, Bieten und mit Benzema, denn den bekommt man sehr gut, Casemiro geht auch gut, der hat auch eine 90 Inform oder so, dann könnt ihr das auf jeden Fall sehr gut machen. Ich mache es öfters auch in meinen Streams auf Twitch. Ihr könnt mir hier auf Twitch folgen und auf YouTube unbedingt die Glocke aktivieren. Folgt mir natürlich auch auf Insta. Falls ihr wollt, dass ich öfters meine Videos bzw. solche Tipps zeige, kann ich es gerne machen. Schreibt in die Kommentare. Lasst ein Like da. Ich weiß wirklich nicht, wie das Video bei euch ankommen wird, weil ich auch ein Video bei 200 Videos vielleicht irgendwie ein Training-Video gemacht habe. Ich bin in diesem Bereich jetzt nicht so gut, aber ihr habt anhand der Videos gesehen, dass sie sehr gut sind. So, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Resonanz freuen. Ich gebe mir wirklich
gebe nicht sehr viel Gas. Ich streame jeden Tag, ich mache jeden Tag Videos, alles drum und dran. Falls ihr das Video auch gesehen, bin ich gerade in Istanbul. Also wundert euch nicht, dass ich 3 Videos hintereinander die gleichen Klamotten anhabe. Ja, ich habe gerade vorproduziert. Ja, schreibt mir in die Kommentare, falls ihr sagt, Enzo macht das lieber so, Enzo macht ein Video dazu. Ich bin kein Trading-Kanal, ich würde auch nie meinen Kanal irgendwie auf Trading basieren. Aber ab und zu kann man ja die Tipps bringen. Ich bin auf jeden Fall raus für heute. Haut rein, adios amigos.